Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Space Engineers mit dem guten Valkyrie. Hallo, einen schönen guten Tag. Hallöchen. Hey, geht hier langsam der Arsch auf Grundeis, ey. Also ich habe jetzt alle anderen fast, per Hand ausgeschaltet und nur noch den hinteren angelassen, den Large vorwärts. Weil ich habe immer noch dieses Dämpferproblem. Ja. Denn mir geht der Sprit alle. Ich bin jetzt runter auf 67 H2. Und das geht rasant runter. Aber ich steige jetzt trotzdem weiter. Ich muss jetzt halt eben ein paar Minuten warten, bis ich raus bin. Bin auf 0,06 G. Bin jetzt bei 40 Kilometer angekommen. Oh, jetzt muss ich mir auch wieder Gas geben hier ein bisschen. Also ich schalte die Dämpfer nochmal aus. Ja. Ich versuche gerade unsere gesamten Rohstoffbestände aufs Bitterböseste zu erneuern, dass wir von allem wirklich Vorrat haben. Unter anderem eben Silizium ist gerade. Die nächste Baustelle wäre Nickel. Einfach mal ein bisschen gucken. Die Meteranzeige ist komisch. Wieso falle ich denn jetzt angeblich wieder? Ich schalte die Dämpfer wieder ein. Ich habe jetzt echt die... Das verstehe ich nicht. 41, jetzt steige ich wieder. Ist ganz komisch, ich verstehe es. Also ich hoffe, mir hat das in der letzten Folge jemand erklärt, aber jetzt für diese und nächste Folge muss ich halt alleine durch. Oh, jetzt habe ich keine Höhenanzeige mehr. Ich habe Zero Gravity. Ja. Ja, dann hast du es jetzt geschafft. Jetzt schalte ich die Trägheitsdämpfer aber mal aus. Und jetzt schalte ich auch die anderen Dinger, glaube ich, wieder ein. Kontrollwerk. Moment. Atmosphäre an. Und den Large auch an. Moment, Kontrollfeld. An. Oh, ich bohr mich hier durch, Jungs! Aber jetzt muss ich auf jeden Fall nach oben. Das hat keinen Wert mehr. Ach, das waren die Atmosphäre-Faster, die ich ausgeschaltet habe, ich Idiot. Oh, was habe ich denn die ganze Zeit über gemacht? Okay. 0G, so, jetzt muss ich mir irgendwie einen Planeten suchen, ne? Oder sowas. Einen Asteroiden suchen, ne? So, wo ist denn hier einer? Mal. Wow, krass. Wow, das sieht ja geil aus. Was denn? Oh mein Gott. Ich schicke dir ein Foto von der aufgehenden Sonne. Oh, bitte, ja. Ich freue mich da. Ich baue mir jetzt gleich, ohne Witz, weil wenn du jetzt noch weiter so tust, haben wir überhaupt Asteroiden angeschaltet? Ja, ne? Oder nicht? Ja. Ich sehe aber keinen, glaube ich. Ich glaube, die sind relativ weit erstmal entfernt. Was heißt weit entfernt? Tauchen. Ich muss am Horizont doch einen sehen können, sonst kann ich nirgendwo hinfliegen. Also irgendwo müsste einer auftauchen. Wie weit siehst du die, in welcher Entfernung siehst du jetzt die Murmel? Weit, ich kann den ganzen Planeten überblicken. Ich darf halt nur nicht versuchen, ich muss halt aufpassen, dass ich da nicht wieder in das Gravitationsfeld komme. Ich sehe den Mond, ich erkenne keinen Asteroiden. Hier schwebt irgendetwas in der Luft, was quadratisch ist oder sowas. Was soll denn das sein? Vielleicht ein anderer Mond? Das sieht quadratisch aus, ohne Scheiß. Ist das vielleicht so ein Alien? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Boah, Performance Issues. Boah, Lack of Doom! Well? Ja. Alles okay bei dir? Ja. Sag mal, wenn da steht Z Dampeners off und das ist rot, ja, dann sind die aus? Das ist der Ist-Zustand oder ist das der... Also bei mir steht Z Dampeners on, nicht rot. Das heißt Normalzustand. Ja, okay. Also du solltest vielleicht jetzt im All gerade die Dämpfer wieder anschalten, nein, wenn du
manövrieren will. Achso, ja, das tue ich gerade nicht. Ich versuche auf das Ding dazu zu steuern. Du hast keine Waffen dran, ne? Nein. Gut. Aber ich sehe auch keinen Asteroiden irgendwo. Also ich sehe den kompletten Planeten. Ich sehe nicht einen Asteroiden. Das ist ein Problem. Weil ich bin hier gestrandet. Mit dem Schiff dann. Ich werde nicht wieder zurückkommen, glaube ich. Mit dann hole ich dich ab. Sprit. Kannst du ja gar nicht. Wie denn? Ich baue mir. Bist du sicher, dass du Asteroiden angeschaltet? Normalerweise sollten ja überall Asteroiden sein. Ich sehe nicht einen. Ich habe die jetzt zumindest im Video gesehen, wie die aussehen. Ich weiß offen gestanden auch nicht, ob was ich dazu pflege. Es ist nicht rund. Ich sehe einen Mond. Und was auch immer das ist, es ist nicht rund, auf das ich dazu pflege. Also es ist auch kein Asteroid. Was ist denn das da für eine optische Täuschung, auf die ich dazu pflege gerade? Ich schalte jetzt mal die Triebwerke aus. Ich dürfte ja nicht an Geschwindigkeit verlieren im All, ne? Nee. Normalerweise nicht. Wenn die Dämpfer off sind, dann dürfte eigentlich gar nichts passieren. Ich sehe auch nicht, dass ich irgendwas näher komme. Das ist echt ein Problem. Kannst du nach der Aufnahme mal gucken, in den Einstellungen, ob Asteroiden angeschaltet oder kann man das jetzt sehen? Optionen, Spiel. Nee, warte mal, Spiel nicht. Nee, ne? Ich glaube, das geht nicht. Dann muss ich in die Ladeeinstellungen reingucken. Ich glaube nicht, dass hier einer ist. Gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Meine Lieben, ich baue mir jetzt eine Rakete. Ja, was hat wenig... müssen wir offline mal zwischen den Sessions machen. Eine Rakete bauen? Nö, aber ich bezweifle ernsthaft, dass du jetzt nächste Folge hier oben bist. Weil ich müsste jetzt noch 14 Minuten plus dann nochmal 20 Minuten hänge ich hier im All, ohne dass ich wirklich irgendetwas machen kann. Dann stürze ich lieber zur Erde zurück und du schaltest, steht sicher, dass nochmal Asteroiden angeschaltet sind nächste Woche oder sowas. Also es sind auf jeden Fall angeschaltet. Da bin ich mir sogar. Ja, Meteoriten, aber nicht Asteroiden vielleicht. Doch, Asteroiden auch. Okay. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das war eigentlich die erste Einstellung bei der Erstellung der Welt. Eine Weltraumkarte gibt es nicht, ne? Oder sowas. Nein. Hier in diesem Spiel, ne? Dass ich irgendwie gucken könnte. Es gibt Mods, ne? Die Projektionen anfertigen können. Also quasi Umgebungskartenprojektionen machen können, aber die haben wir, glaube ich, nicht drin. Ich fliege jetzt auf den Planeten wieder zu. Bisschen mehr. Okay. Ja, ich glaube, so, es macht schalte ich die Dämpfer aus Sinn. Und die Triebwerke aus. Ich glaube, es macht auch durchaus Sinn, weil Jump Drive ran zu klatschen. Kannst du nicht an kleine Schiffe. Geht nicht. Ja, genau. Gibt es nicht. Deswegen würde ich mir mal vorschlagen, rein ideenhalber, wir setzen uns zu zweit hin und bauen eine Ariane oder sowas. Halt irgendwas mit Großschub nach hinten. Unseren Helicarrier, den wollten wir nehmen, um ins All zu kommen. Für den Planeten brauchen wir den nicht, nach wie vor nicht so, finde ich, in der Größe jedenfalls. Lass uns mit dem Helicarrier ins All. Gut, dann bauen wir das Ding nur einfach. Brauchen wir ihn nicht wirklich, sage ich mal so, da unten auf dem Planeten. Also ein Schiff in der Größe, was irgendwie die 20-fachen Ressourcen der Basis frisst. Müssen wir den halt umbauen. Genau. Nee, nicht umbauen. Du musst die Triebwerke, die wir da dran haben, die darfst du nicht abbauen. Dann wirst du nie ins All kommen. Ja, ich soll ja umbauen. Einfach. Ja, ergänzen. Weiterbauen. Genau. Einfach mal weitermachen, das Ding. Genau. Und zwar nicht die Gangways, sondern Triebwerke. Das wäre so. Ja, gut, die Gangways, die sind ja zwangsläufig dann notwendig. Nö. Ja, freilich, um Sauerstoff zu sparen. Also, beziehungsweise Sauerstoff im Innenraum zu haben. Ja, wir haben ja ein geschlossenes Cockpit vorne. Das ist ja nicht so das Problem, ne? Denke ich mir, oder? Und die drei Türen, die hast du ja auch schon drin. Die dichten ja, glaube ich, alle luftdicht ab, ne? Oder habe ich das? Ja, bloß da ist noch keine Decke drin, kein gar nichts, im Prinzip. Decke ist doch drin, oder nicht? Nee. Wir haben nur so eine Art Überrollbügel momentan dran. Also mit luftdicht haben wir da noch nichts. So, also wir sollten wenigstens zumindest eine Möglichkeit haben, uns, also quasi einen kleinen Hangar bräuchten wir, aber da kann ich mich drum kümmern. Das ist
Problem. Damit wir Schiffe parken und entladen können, damit wir da oben auch irgendeine Möglichkeit haben, mal sowas wie das, deinen Hopper jetzt als Versorgungsschiff auch runterzuschicken, weil mit dem ganzen Schiff zu landen wird irgendwann zu kompliziert. Das Ding macht Sinn, an den Asteroiden ranzuklatschen und dort als feste Basis zu verankern. Naja, wie gesagt, genau das war, weil ich mir den kleinen Ding, oh, ich wollte ja eigentlich nur Platin holen, Eis holen. Mhm. Also ich habe jetzt, er zeigt mir angeblich immer noch 99 Meter pro Sekunde an. Ich stürze direkt auf den Planeten zu, glaube ich. Aber die Dämpfer ausgeschaltet und die Triebwerke ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob die Anzeige da zuverlässig ist, die ich da habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sieht nicht so aus, als würde der Planeten näher kommen gerade. Ich bin jetzt in der Innenansicht vom Cockpit und warte darauf, dass irgendwie mal so eine Schräglinie vom Cockpit sich dem Planeten nähert. Das sieht nicht so... Das lässt sich ganz schlecht sagen. Ich glaube, ich komme näher. Also ich bin, glaube ich, sehr weit raus vom Planeten. Also der nimmt jetzt nur noch die Hälfte vom Bildschirm ein oder ein Drittel ungefähr. Okay. So weit raus bin ich. Ja doch, ich komme näher. Gut, also, und wenn wir dann den Helicarrier noch mit dem Jump Drive ausrüsten würden, dann wäre es mal interessant, ob wir zurück teleportieren könnten. Du kannst zumindest zum Mond damit rüber. Aber soweit ich das gehört habe, beim Jump Drive brauchst du eigentlich Koordinaten. Deshalb musst du den ersten Anflug auf den Planeten schätzen. Das wird so geil, Welt. Das wird so geil, planlos im Weltraum. Das ist so. Aber ich könnte mal in die Außenperspektive eben hier, du. Ich, ohne Scheiß, ich sehe hier. Ich meine, es sind jetzt natürlich nicht so viele Asteroiden wie in Imperia, ne? Das weiß ich auch. Ja, aber doch, es war bei Space Engineers damals schon ordentlich. Also von den. Also in dem Video habe ich da gerade mal 3 gesehen irgendwie. Ja, gut, man macht die Dichte meistens aus Performance-Gründen runter. Ja, ja. Ich sehe. Ganz ehrlich, also sonst mal bitte mir in den Kommentaren was um die Ohren hauen. Ich sehe nichts hier. Ja, pass auf, dann haben wir doch schon mal für die nächsten Folgen einen Megaplan. Bauen den Helicarrier für weltraumfähig. Weil wir haben ja eh gesagt, der Helicarrier muss fertig werden, weil ansonsten passiert jetzt erstmal nichts. Ja, wir bräuchten halt Hydrogentriebwerke halt dran, irgendwie. Und, genau, und natürlich, der hat ja auch zumindest einen großen Hydrogentank, ist ja an dem Schiff dran. Da bauen wir halt einfach noch einen zweiten ich dran, damit wir mehr Sprit haben. Ich würde mal denken, dass wir einen zweiten brauchen. Ja, ich gehe davon aus. Also... Wir brauchen mit Sicherheit allein, das Ding wiegt ja hunderte Tonnen. Alles okay, Will? Ja. Ich mache mir immer Sorgen, wenn ich sowas höre. Man sollte dann noch ein Bohrschiff andocken von unseren beiden und das Bohrschiff dann auf Hydrogen umbauen, denke ich mir mal. Genau, aber das können wir ja zur Not, wenn das oben drinnen steht und angedockt ist und die Triebwerke aus sind, dann genau, nehmen wir das ja quasi nur huckepack quasi mit. Genau, aber das bräuchte halt ja im All dann andere Triebwerke. Also zumindest Hydrogen dann auch. Aber dann mit einem Bohrschiff macht das natürlich auch vielleicht Sinn. Ich hätte jetzt ja mit Handbohrer dann hantiert, ne? Ja, naja, gut, ging ja dir hauptsächlich darum zu zeigen, dass es geht. Es ging mir hauptsächlich darum, Platin mitzunehmen. Genau. Ja, und... Ja, gut, ich war jetzt oben, aber... Ich habe jetzt nichts davon gehabt, ey. Aber du wolltest zeigen, dass es geht. Das ist genau so, als würdest du in eine Tram einsteigen und dann bis zur Endstelle fahren und einfach drin sitzen bleiben. Weißt du, so... Ja. Genau. Hast du auch nicht so richtig was. Ich guck mich nochmal um hier eben. Nein, ist okay, aber ich ganz ehrlich, das war ein unheimlich schöner... Also wenn da hinter den Planeten die Sonne aufgeht, sieht das echt toll aus, muss ich sagen. Ich bin schon so gespannt, wie das jetzt mit der neuen Grafik auch alles aussieht. Nee, ich habe die Einstellung ja nicht mehr auf sonderlich hochgesetzt hier. Ich habe alles auf Mittel, damit es Performance optimiert bleibt. So, ich bin 40 Kilometer, jetzt habe ich wieder eine Entfernung zum Planeten. Ich habe auch wieder 0,6G. Also runterkomme, ich habe jetzt 46 H2, ich verbrauche ja gerade keins, ich stürze jetzt hier einfach nur auf den Planeten. Und runter geht immer schneller, ne? Ja, da brauchst du gar keine Unterstützung. Strong unknown signal, so jetzt ist die Frage, wo sehe ich dich denn? Ein starkes unbekanntes Signal, du bist es wohl nicht, 57 Kilometer entfernt. Also noch sehe ich unsere Basis nicht oder die Antenne. GPS. Bist du gerade zu Hause oder sowas?
Ja, ich bin zu Hause. Kannst du mir mal das GPS-Signal teilen? Sicher ist sicher. Ah, doch, ZVF-Antenne. Nee, das ist mein Schiff. Kannst du mir nochmal das GPS-Signal teilen? Base, Zwischenablage kopieren, einfügen. Bitteschön! E-GPS, Basis. Auf HUD anzeigen. Always visible. 91 Kilometer. Okay, dann muss ich nämlich doch nochmal eben kurz... einmal Gas geben und Z2. Aber Well, dann würde ich vorschlagen, ich baue nur einen ganz kleinen Hangar, wo nur das Schweißschiff ungefähr von der Größe her reinpasst. Okay? Weil ansonsten brauchen wir für den Hangar, ich habe halt Angst, wenn wir zu viel Hangar bauen. Ja, ich meine, den brauchen, tun wir den irgendwann. Ich sag mal, wir können das Schweißschiff hier... Schweißschiff? Was für ein Schweißschiff? Wieso Schweißschiff? Das Bohrschiff, entschuldige. Das können wir doch aber so einfach oben drauf auf den Helicarrier erstmal andocken und damit... ja, klar, aber ein Hangar sieht schön. Wir bräuchten halt einen Hangar, wo auch ein Verbinder drin ist, damit wir das Ding auch handelsüblich entladen können, denke ich mir halt, weißt du? Ja, nee, der Verbinder ist ja unten am Helicarrier dran, wenn der mal im All ist. Ja gut, unten haben wir einen Entladeverbinder. Genau, da könnte ich ja mit dem Bohrschiff auch andocken. Ich habe ja, bin ja doppelseitig da irgendwie versorgt mit dem Bohrschiff, ne? Also ich kann mir da durchaus einen kleinen Hangar für das Ding vorstellen. Das kostet ja auch nicht viel. Nee, klar, mach mal. Können wir oben drauf klatschen? Das ist, denke ich, kein Problem. Weil unsere jetzige Brücke ist ja eigentlich gar keine Brücke. Das ist ja eigentlich unser Aufenthaltsraum. Ich kann mir jetzt sagen, du bist 82 Kilometer entfernt und ich bin nur noch 25 Kilometer vom Planeten entfernt. Dann würde ich sagen, einen kleinen Turnaround, oder? Ja, ich versuche ja schon parallel zum Planeten zu fliegen. So ein bisschen. Aber ich sinke halt trotzdem weiter. Weil ich bin jetzt runter auf 39 H2. Ich wollte nicht komplett verbrauchen. Ich brauche noch ein bisschen was zum Manövrieren, bevor ich unten aufschlage. Ja, wobei, du hast ja den Atmos Thruster, oder? Du hast da noch ein bisschen Batteriekapazität. Die Atmos Thruster können nur senkrecht. Ich habe keine anderen dran. Ach so. Nur zum senkrecht starten und senkrecht landen. Manövrieren kannst du mit den Dingern nicht. Ich habe extra nur so wenig angebaut. Das reicht eigentlich auch. Senkrecht abheben und senkrecht runterkommen. So, wenn du dann aber nochmal in irgendein Tor rein manövrieren willst, dann schaltest du eben ganz kurz die Hydrothruster an. Das geht ja auch. Ja, Setzt voraus, dass sie nicht leer sind. Normalerweise hätte ich ja oben auch im All Eis mitgenommen. Wäre ja die Idee gewesen. Los Ideos. Da versehe ich jetzt Teile unseres Planeten, die nie zuvor ins Werk gesehen hat. Was? Ich bin traurig, wenn du sowas sagst. Ja, aber ich lande echt auf der anderen Seite des Planeten, ne? Das ist so das Problem dabei. Ich versuch's mal so ein bisschen anders anzusteuern. Also ich habe irgendwie gerade Bauchschmerzen mit den Ressourcen, die wir haben. Das glaube ich. Also allein... Ich würde dir in der nächsten Folge helfen, dann alleine mal Eis einzusammeln. Wir brauchen Unmengen an Eis. Mhm. Sowieso dann. Ich meine, wir haben ja noch Eis. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir keins hätten. Ne? Also wenn ich jetzt mal Eis bei uns... so viel Eis haben wir nicht mehr. Nee, eben. Warum haben wir denn nicht mehr so viel Eis? Also für das kleine Schiff brauchst du... 100.000. Ja, 50.000 brauchst du für das kleine Schiff, um einmal ins All zu kommen und wieder zurück. Dann okay, wird es wahrscheinlich irgendwie 2 Millionen brauchen für. Ich kann das nicht abschätzen. Ja, so. Kann ja durchaus sein, aber wir müssen auf jeden Fall unsere Montageanlage permanent laufen. Das hat keinen Wert. Ja. Allein wenn ich an die Motoren denke, die wir betreiben müssen. Und wir brauchen jetzt ganz andere Mengen auch. Naja, das stimmt. Ja, wir brauchen da bestimmt andere Mengen. Immer noch 70 Kilometer entfernt, ne? 69. Ich bin 2 Kilometer näher gekommen und bin aber schon 10.000 Meter gefallen. Das ist... Tja. Ich werde auf der anderen Seite des Planeten stranden, glaube ich. Naja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also ja, aber das weiß man. Das machen wir in der nächsten Folge, Well. Ja. Das denke ich mir auch. Würde ich vorschlagen. Jo, wir gucken mal, was passiert, wo ich da runterkomme. Wir sind ja nur noch 8000 Meter. Das kann ja noch sich um Sekunden handeln hier. Quasi. Aber ich werde nicht zu dir kommen. Es sei denn, ich schaffe es irgendwie...
ich werde gleich mal was probieren. Okay, dann lass mal die Folge beenden. Das geht nicht gleich los. So. Es geht gleich los? Ja. 6000 Meter. Ich muss jetzt langsam mal zünden hier. Ich bin so gespannt, Will. So gespannt. Wie ein Schnitzel im Sommer. Oh. Okay, gut. Dann. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss.